So, YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ihr seht da hinten, ich habe mal Pause gemacht, da ist eine Stadt und da ist auch noch irgendwas. Also das könnte in der Zukunft irgendwas Sinnvolles sein. Wir können ja mal gucken. Das heißt, wir müssten in der Richtung, ein Haus finden. Das würde weit ab von allen liegen, glaube ich. Zu weit für einen Anfang. Also richtig cool wäre, wenn man so ein fahrendes Haus haben könnte. Ich glaube, das war in der ersten Version auch mal so eine Planung, dass man so eine mobile Verteidigungsstation hat, nicht? Natürlich. Aber ja, lange ist her, die Entwicklung von der Version 1, wer sie noch kennt, war ein weiter Weg. Aber man muss auch sagen, Pizzaidi-Hole. Seitdem ist nicht mehr so viel passiert. Also klar, so kleine Improvements, nicht? Aber so dass die Schritte, die am Anfang gemacht wurden, die gab's dann nicht mehr. Bitte einen Kochtopf. Pizzaidi Hole. 16 Uhr. Weiß nicht, ob wir uns hier drin verstecken sollten. Oha. Interessanter Spot. Wir kommen never ever zurück zur Stadt, oder? 16:28 Uhr. Das Problem ist, sobald ich den Kochtopf habe, könnte ich Goldenrod Tee machen. Bedeutet, ich könnte auch einfach Wasser aus dem Dings trinken und dann Golden Rod Tee machen. Ich könnte die Sandwiches essen und alles wäre gut. Aber es ist, wie es ist. Und eigentlich müsste doch noch ein Abwurf heute gekommen sein. Der kam doch auch irgendwie nicht, oder? Also bisher habe ich kein Flugzeug gehört. Oder kommt ihr erst an Tag 4? Ich dachte Tag 3. Da ist noch ein Haus. Führen die mal nicht direkt zum Haus. Sind auf jeden Fall viele Zombies gerade unterwegs. Ah, ist ein riesiges Ding. Ah, vielleicht müssen wir da kurz zwischennächtigen oder so. Ich glaube, das liegt genau am Rand der äußeren Stadtgrenze. Ist halt nicht so riesig. Und viereckig, ist schon ganz cool. Schade, nur Blaubeeren. Aber wir haben was zu essen gefunden. Gesundheit, Nahrung, egal. Wird gegessen. Zum Glück war keiner im Schrank drin. Das habe ich echt übersehen. Das ist unsere Küche. Da wollten wir gerade rein. Ups. Meine Maus. Hallo?
Hä? Ich kann irgendwie gerade nicht anvisieren und zielen. So, wartet mal. Jetzt. Wow. Ich glaube, das war's. So eine Situation mag ich nicht. Wenn es dann kurz irgendwie hängt. Bitte Kochtopf. Oh Mann. Oh, zwei Zeitschriften. Gekochtes Fleisch. Ja. Aber für ein gekochtes Fleisch brauche ich einen Topf. Ich glaube, wir müssen beim Händler einfach das Zeug verkaufen. Das hat kein Unterboden, nicht? Okay. Das Haus, hatten wir das nicht schon? Dass hier keiner ist. Ah, 18 Uhr. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Noch eine Zeitschrift. Ich meine, wir haben ja sonst auch keinen Loot. Der irgendwie relevant wäre. Wir haben ja alles soweit mit. Das Wasser können wir eh nicht abkochen. Wenn hier nicht durch Zufall jetzt noch ein Kochtopf kommt. Wovon ich nicht ausgehe. Das Safe ist leer. Schöne Scheiße. Oh, da war ich schon dran. Hat doch kein nach oben, oder? Gibt's keinen versteckten Aufgang aufs Dach? Sieht doch nicht so aus, als ob es hier irgendwas auf dem Dach gibt. Hm. 18 Uhr. Komm, wir gehen das Risiko ein, oder? Ich finde das Haus jetzt auch nicht so prickelnd. Ist ein bisschen zu weit weg. Also im letzten Spielstand, dass ich da so 500 Meter von zwei Städten weg war, war schon ganz gut. Ich meine, wir haben noch 4 Stunden Zeit, nicht? Und ich meine, wenn nicht, kann man ja auch nachts laufen. Ich habe die Zombies ja auf, ja, dann auch Rennen gestellt, solange ich rennen kann. Wobei unser Wasser wahrscheinlich gleich ausgeht. Weiß nicht, was wir dann die nächste Nacht machen. Ja, da geht schon aus. Haben wir noch irgendwas gefunden? Ja, nix. Wir haben auch nichts Cooles gefunden, was wir wirklich dem Händler verkaufen können. Höchstens eine Waffe. Dann müssen wir alle unsere Tokens in den Kochtopf stecken. Und ich verspreche euch, sobald ich den Kochtopf kaufe, finde ich einen. Da ist noch ein Haus. Ach, das war das Kaputte, nicht? Ja. Okay, ich fertige nochmal Pfeile. Und dann sind wir nämlich eins weniger überladen. Ich muss aber auch jeden Scheiß mitnehmen. Geht das euch auch so? Seid ihr auch so Looter? Die alles mitnehmen, sobald ihr irgendwas seht, oh, Müllhaufen muss ich mitnehmen. Oder sagt er auch so, nee, kann ich liegen lassen. Aber wenn da so eine pinke Tasche oder sowas im Dings blitzt, kann man die doch nicht liegen lassen, oder? Ich brauche noch ein bisschen Holz, würde ich sagen. Wir müssen unbedingt auch mehr Holz sammeln generell. Aber wir müssen erstmal in die Stadt. Südlich ist sie.
Ja, wir müssen ja nicht unbedingt in unser Haus zurück. Wir können ja doch bei Stiff-Dingens auf die aufs Dach erstmal. Also langsam müssen wir uns irgendwas überlegen, nicht? Es ist Tag 3, dann Tag 4. Bedeutet, so langsam sollte ich mich zumindest festlegen. Ich lude leider immer alles, Lager ist dadurch immer zu voll, sagt Realm Kono. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Bei mir gibt es nicht die Garantie, dass ich Sachen komplett falsch ausspreche. Von daher, willkommen, wenn ihr hier seid und euren Namen falsch hören wollt. Ja, das ist auch ein großes Problem. Also mehr ist das Problem, dass das Inventar mal voll ist. Wie gesagt, im anderen Spielstand habe ich 2 Taschenmods. Wie viel? Nochmal 17. Wie viel haben wir dann? Sind die da? Über 100. Also zumindest für die Pfeile hat sich das schon gut gelohnt. Da können wir auf jeden Fall den nächsten Tag komplett durchlooten. Ohne dass wir, glaube ich, großartig Pfeile besorgen müssen. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass wir zur Stadt kommen. Oh, da ist noch einer. Aber ich glaube, den habe ich schon gelootet, oder? O'Malley's. Ja. Wäre auch zu schön gewesen. Corner Coffee. Warte mal. Hier bin ich angekommen. Das ist ja direkt schon hier. Okay. Das Corner Coffee hatten wir durch, nicht? Ja. Wäre cool, wenn da irgendwie die Dinger dann durch... Achso, da auf dem Dach waren wir auch. Die Totenköpfe durchgestrichen wären, wenn man da schon war. Da ist noch eine Bar. Ein Kanal. Happy Sleep Motel. Oh, Stufe 3. Was haben wir da? Können wir von hinten vielleicht 2-3 Sachen wenigstens looten? Nee. Mach doch nicht so einen Krach. Andere wollen schlafen. 20.18 Uhr. Tür ist zu. Ah, gut. Resettet, ja. Ja, aber dann könnten die Totenköpfe ja wieder unresettet sein, nicht? Also, aber so, dass man erstmal weiß, dass man drin war, wäre cool. Oder dass man eine Quick-Markierung oder sowas setzen kann. Selbstgebautes Gewehr Level 2. Ja. Ich muss auch sagen, was im letzten Spielstand besser war in der Stadt, da waren überall so Trailerwagen und die hatten sehr viele, ja, nicht, also waren immer nur 1-2 Zombies drin maximal. Und die hatten halt auch alle dann immer eine Küche. Da könnte noch was drin sein in der Kiste. Ah, Wasser nur. Ah. Ah.
gut. Da habe ich auch nichts drin erwartet. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie aus Dach kommen. Ich hoffe, diesmal sind die alle tot. Ja, hungrig im Wasser. Ich sehe schon, also den nächsten Tag müssen wir Morky Water zu Gemüte führen. Das hält nicht, nicht? Nicht das... Oh shit. Ach du Scheiße. Okay, die können hier auf jeden Fall raufkommen. Und da scheint noch ordentlich was los zu sein. Es ist nicht die perfekte Stelle, würde ich sagen. Für eine Nacht. Ich komme jetzt in 20 Minuten nicht mehr da hinten in das Safe House. Wenigstens ist der Hund tot. Oh oh. Wow. Das hat ja richtig gut funktioniert, das, was ich vorhatte. Ich wollte eigentlich da drüber zum Dach. Danke. Danke für nix. Scheiße. Oder auf dem Dach da schlafen. Ah. Ganz ehrlich, dann gehen wir hier auf das Dach einfach. So. Hier haben wir unsere Ruhe. Hier wird jetzt nichts kommen. Und fertig. Was wir noch machen? Mittig. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wahrscheinlich ist es eher gefährlich für mich. Oh. Ah, verdammt. Da war es doch. Und... Nein. Ich finde, man sieht das durch diese helle Blendung da. Dachte ich, soll sagen, wo der Boden ist von dem Ding, nicht? Oh. Da habe ich mich auch verbaut. So. Weiß nicht, ob ich mich jetzt sicherer fühle dadurch. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das war jetzt nicht so gut. Also ein Lagerfeuer würde ich hier nicht machen. Oh.
Tja, und wir haben auch nichts mehr zu essen hier dabei. Nur das verkohlt, das würde aber das Wasser runterbringen, nicht? Das bringt uns halt nichts. Den Tausammler könnten wir wahrscheinlich auch schon bauen. Mit den ganzen Sachen, die wir haben. Und wir haben nur einen verfügbaren Punkt. Ich meine, da wir jetzt die anderen Sachen erst lernen können, nicht, wenn wir hier die Sachen hochbringen, würde ich sagen, Standhaftigkeit gehe ich mal einfach auf ein Level hoch und dann noch eins Level, ein Level hoch und dann kann man hier wieder die ein oder anderen Sachen nehmen und danach wieder auf das hier erstmal. Oder? Packesel oder doch lieber... Eigentlich wäre noch besser, wenn wir hier auf... Wo ist es denn? Ich suche mich immer zu Tode bei... Bogenschießen. Bei Beweglichkeit. Das braucht Level 3 auch. Vielleicht machen wir doch noch die ein oder andere Aufgabe für den Händler. Das könnte uns noch was bringen. Aber wir brauchen halt einen Kochtopf. Ohne einen Kochtopf... wird das alles nix. Tja, jetzt hängen wir hier fest. Und hinter uns sehr viele Zombies. Ich bin echt froh, dass ich diesen Hund da beseitigt habe. Das hat schon so nach Hund gerochen die ganze Zeit. Wir sind schon 18 Kilometer gelaufen. Und die Beute wird auch besser. Ah, okay. Das heißt, vielleicht muss man noch eine Weile erstmal sammeln, damit sowas wie ein Kochtopf auftauchen kann. Das kann natürlich auch sein. Aber wir können bei der Steinaxt, können wir da eine bessere herstellen? Level 2. Ja, gut. Das ist doch gut. Bei dem Bogen können wir einen besseren herstellen. Nein. Beim Knüppel, nein. Gut, Schaufel ist mir egal. Messer ist mir egal. Da können wir eh nichts großartig dran ändern. Oh, wir hätten Fleisch, nicht? Ah, ich kann es ja nicht kochen. Ich kann nur verkohltes Wildbret machen. Das ist blöd. Ah, eine Werkbank. Da fehlt uns auch noch 10. Arbeitsstation Level 10. Boah, das finde ich zum Beispiel ein bisschen sehr hart, nicht? Dass man die so spät sich freischalten kann erst. Den Tausammler, ja, dem verfolgen wir. Klebeband haben wir auf jeden Fall. Und hier habe ich 10. Ich habe bestimmt mindestens 70 Plastik. Aber das kriegt man ja dann noch schnell zusammen. Malerpinsel. Das Lagerfeuer. Maismehl könnte ich herstellen. Robotik, selbstgebauter Stab. Die Rüstung könnte ich verbessern. Schmiede. War auch noch ein bisschen was. Forge ahead. Okay, das heißt, wenn wir beim Händler weiter Aufgaben machen... Ich mag halt die Händleraufgaben gar nicht, nicht? Ich habe die früher nie gemacht. Fand ich total unsinnig irgendwie. Okay, dann gucken wir mal nach Sandalen. Oder... Oh, ich höre welche. Oh, ich glaube, das ist sogar eine Gruppe. Rüstung. Level 2. Ja, ich könnte alles auf Level 2 herstellen. Würde mich Pflanzenfaser kosten. Machen wir. Oh, da kommen sie. Oh-oh. Okay, ich glaube, die Wände haben geholfen.
Aber ich kann das nicht runternehmen, weil ich keinen Platz habe. Ich könnte das Sandwich essen. Es kann gut gehen, es kann auch schlecht gehen. Aber wir kommen eh nicht drum herum. Morgen, ich habe keine Nahrung mehr. Ich werde auch jetzt nicht auf die Schnelle was finden. Und wir müssen Wasser und Nahrung verbessern. Das heißt, wenn wir morgen eh den Kochtopf nicht kriegen, spätestens beim Händler, sind wir so oder so verloren. Aber sollte ich es jetzt schon essen? Fragen über Fragen. Wir könnten noch mal Pfeile machen. Dann habe ich einen Platz. Das ist doch gut. Dann können wir hier auf Verändern gehen. Achso, da ist es. Das ist auch verwirrend. Ich denke mal, das ist der Slot zum Rausziehen und nicht das hier. Warum das doppelt ist, verstehe ich auch immer nicht. Auch wenn es nicht so viel bringt, nicht wahr? 1,1 mehr Rüstung und mehr Haltbarkeit, aber hey. Besser als nix. Und ich könnte es einfärben. Wow. Rosa. Da haben wir auf jeden Fall einen Kosmetik-Slot dazu gewonnen. Das können wir hier zerlegen, den Scheiß. Ja, die Rüstdinger kann man da nicht anbringen, nicht? Okay. Wie sieht's denn aus? Alles nur über 30. Oh oh. Ich stehe halt nicht auf dem sichersten Gebäude, nicht? Eine Schlange vor uns. Muss ich aufpassen, sonst bin ich noch vergiftet. Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Okay, wartet. Ich bewegen. Spannung steigt. Ich habe mal in einer selbstgebauten Hütte im Wald gesessen. Und da hat das nämlich nicht geklappt. Aber das war auch in der früheren Version. Und dann, da hatte ich die Zombies nicht auf langsam. Das ging nicht gut aus. Ich meine, jetzt wäre es so, dass ich eventuell wenigstens ein bisschen wegjoggen könnte. Aber ich wüsste nicht, wohin. Oh, die Schlange ist da. Also bis hierhin schaffen wir es eh nicht, nicht? Und unser Safe House. Ja, die Häuser sind alle zu weit weg. Und im Süden geht halt das andere Ding weiter. Da will ich eigentlich nicht hin. Die andere Stadt ist hier hinten. Aber vielleicht laufen wir mal die Straße morgen lang und dann hier hoch. Wir müssen noch ein Haus looten, wenn das was wird. Ich würde sagen, ich pausiere hier die Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn die Nacht vorbei ist.